Hallo meine Lieben, heute gibt es eine Anleitung von diesem süßen Wollmännchen, das man zum Beispiel als Taschenbaumler verwenden kann. Ich habe dafür sehr dicke Wolle verwendet und dann brauchen wir noch ein Maß, das kann ein Buch sein oder wie bei mir eine Videokassettenhülle. Sie sollte die Maße von etwa 20 cm Länge haben. Wir nehmen nun den Faden und wickeln ihn der Länge nach um die Kassettenhülle, 20 Mal. Dann brauchen wir einen Faden von etwa 30 cm Länge und dann nehmen wir die Häkelnadel und gehen an dem oberen Teil unter dem Bündel hindurch und ziehen den Faden durch, den wir dann anschließend fest verknoten. Nun können wir das Bündel von dem Maß abziehen. Dann brauchen wir einen kürzeren Faden, um den Kopf abzubinden. Die Fäden dafür schön glatt legen, den Faden darunter geben und alles fest abbinden, schauen, dass es eine schöne runde Form wird und anschließend 5 oder 6 Mal verknoten, sodass wir die Fäden kurz abschneiden können. Die unteren Fäden wieder separat legen, so wie sie ursprünglich aufgewickelt waren. Nun nehmen wir wieder unser Maß und wickeln den Faden insgesamt 10 Mal um die Hülle. Abnehmen, ohne vorher zu verknoten. Alles schön glatt legen und glatt streichen. Dann brauchen wir 2 kürzere Fäden, um die Seiten abzubinden. Wieder ca. 5 Knoten hineinmachen, dann kann man das Ganze kurz abschneiden. Diese fertig abgebundenen Arme werden jetzt durch diese Öffnung des ersten Teiles durchgegeben. Schön alles nach oben drücken, so dass man es unterhalb fest abbinden kann. Mit diesem Faden könnt ihr jetzt weiter den Bund etwas breiter abbinden, quasi so als Gürtel. Ich habe den Fehler gemacht und die Fäden abgeschnitten und so nehme ich einen neuen Faden. Aber ihr könnt direkt den verbleibenden Faden nehmen, um das Ganze etwas breiter abzubinden. Die Fäden nach dem Verknoten nicht ganz kurz schneiden. Wir gehen dann mit der Häkelnadel unterhalb des Bündels durch und können die Knoten bzw. die Fäden nach innen ziehen. Nun werden die Beine separat gelegt. Darauf ist zu achten, dass dieselbe Anzahl der Fäden auf jeder Seite liegt. Mit kurzen Fäden die Füße in der gewünschten Höhe abbinden. Und dann können wir die Fäden entzwei schneiden, an den Füßen wie auch an den Händen, in der gewünschten Länge, eventuell noch kürzen. Der Anfangs- oder auch der Endfaden, der irgendwo herumbammelt, den kann man einfach abschneiden. Und damit ist das lustige Männchen schon fertig. Ganz witzig sieht es aus, wenn es zum Beispiel an einem Rucksack hängt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Eure Jule.